Währenddessen könnt ihr das Knacken von anderen Laserfeuern hören, die da wohl auf euch eröffnen. Ich möchte ins flache Wasser springen, sodass das Wasser meinen Sturz dämpft. Also ich möchte einfach direkt auf dem Deck landen. Auf dem Deck vom U-Boot, alles klar. So hatte ich das auch vor. In der Hand die Bolter, in der anderen Hand das Kettenschwert. Ja. Und im Zweifel beim Landen nochmal schießen, sodass wenn jemand feuert, erstmal niedergestreckt wird. Sag mal, Octavius, kannst du in der Rüstung überhaupt schwimmen? Ja, aber sehr schlecht. Spaßig. Okay, dann gib mir doch mal eine Initiative. Ich schau mal, was ich so mache. Du hast eine Geschicklichkeit von über 60? Nein, ich krieg einen Geschicklichkeitsbonus plus 1. Okay, so geht's auch. Gut, dann beginnen wir mit der 14. Octavius. Ja, bin ich im flachen Wasser gelandet? Du bist im flachen Wasser gelandet. Vor dir kannst du sehen, wie die Kultisten auf dich einstürmen. Beziehungsweise ja, dann möchte ich das Feuer eröffnen. Okay. Die Zelte an sich geben keine Rüstungspunkte, sie geben nur Sichtschutz. Das nur als Hinweis. Ich nehme die Jungs da auf der linken Seite. Mhm. Dann Feuer frei. Salve, ne? Nee, vollautomatisch. Vollautomatisch, das sind dann 4, ne? Oder abhängig von deinen Erfolgsgraden. Pro Erfolgsgrad ein Treffer. Sieht schon mal gut aus. Ja, 4, genau. Dann, alle 4 getroffen. Ja, kannst du mal Schadenspunkte machen. Höchstwahrscheinlich werden die zerfetzt. Also Rüstung tragen sie keine. Ich muss gerade mal schauen. Nee, das ist alles Armor Plastrüstung, also normales menschliches Standard, vielleicht geklaute PVS oder sowas, wenn überhaupt. Und das wäre eine 20 plus DS5. Ja, ich glaube, normale Menschen haben keine 20 Wunden. Nein, wir können den Widerstand abziehen und du streust mit deinem Bolter im Sturmmodus auf sie ein und du siehst, wie ihnen Körperteile abgerissen werden und die ersten 4 von ihnen in den blutigen Sand fallen liegen bleiben und tot sind. Der heilige Bolter hat sein Werk getan. Wie tief ist denn das Wasser, in dem ich im Moment bin? Ich würde sagen, 1 Meter tief. Ja, das ist super. Ja, also das ist angenehm. Also da könnte ich halt auch rauflaufen, da kannst du ordentlich agieren. Ist natürlich die Frage, was dann deine Kameraden machen, aber dazu kommen wir jetzt. Arminius, 14. Arminius schreitet die Bautpistole voran, erstmal das Deck herunter, die wenigen Meter, die neben der Ladeluke, Eingangsluke, wie auch immer man das nennt, gelandet ist und schaut herein. Denn auf dem Deck ist ja keiner, so wie ich das sehe. Auf dem Deck selber, da sind ein paar Menschen, also die werden da wohl auch gerade irgendwie verladen. Du kannst sehen, wie es wohl weitere Kultisten sind, die aber auch keine Waffen in der Hand haben, sondern schicksalsergeben vor dir stehen und dich aus Augen erwartungsgemäß anblicken. Dann werden sie vorerst ignoriert, beziehungsweise einfach über den Haufen gerannt, falls sie im Weg sind. Okay. Und dann, wie gesagt, schaue ich Bolter voran erstmal in die Luke herunter. Ja, du kannst erstmal wenig erkennen. Es ist dunkel, du kannst Maschinenteile sehen, irgendwas vom Mechanikus, militärischer Standard. In einem U-Boot selbst warst du jetzt noch nicht, vor allem nicht in der Cthulian-Klasse, und ja, müsstest du runterspringen aufs nächste oder aufs übernächste Unterdeck. Ich denke, das ist eine Aktion für nächste Runde. Gut, dann weiter mit, wir fangen an, ja, mach Toral, du darfst. Naja, mein Bruder Arminius deckt die eine Richtung, also feuere ich erstmal in die andere Richtung, so lange, bis ich versuche halt jetzt Octavius so die Rückendeckung zu geben, dass der sich zu uns besellen kann. Also, auch wenn das nicht meine Paradeklasse ist, nehme ich halt meine Bolt-Pistole und schieße mal auf die Brüder hier. Genau, das sind 35 Meter. Also. Meter, ja, 35 ja, bis 50, je nachdem, worauf du schießen willst. Ja, ich schieße dann auf hier diese linken von mir. Ja. Hier die. Gut, was hast du, eine Pistole? Ja, ich schieße mit der Pistole. Dann, voll frei. Größeres mehr ist da nicht möglich. Du kannst einzelne Schüsse abgeben. Du siehst, wie dann wohl ein Zelt getroffen wird und auch einfach durchschlagen wird, weil da kein Widerstand ist. Das Bolt-Munition fliegt irgendwie dahinter in den Felsen und knallt mehrere Male, so wie es eben Bolt-technisch ist. Ich habe halt Salve geschossen, aber wie gesagt, das bringt halt nichts. Alles klar, ja, gut. Die sich halt auf
extrem daneben. Ja, die werden auf alle Fälle so ein bisschen in Deckung springen, vor allem wenn sie dann sehen, dass ihre Brüder jetzt sehr schnell gestorben sind und du dann auch weiter sie dann aufs Korn nimmst. Dafür werden die anderen schicksalsergeben auf Octavius zulaufen. Entweder mit Knüppeln, mit Hämmern oder mit merkwürdigen Xenos-Waffen und Messern auf Octavius einstürmen. Das sind schon mal die ersten, würde ich sagen, 10 Leute, die auf dich zurennen. Die anderen fangen dann hinter den Zelten an, sich in sowas wie eine Deckung zu begeben und fangen dann selber an zu schießen. Und du kannst sehen, wie wohl der Magos Heretic hinter dem Zelt entlangläuft oder gleitet mit seinen merkwürdigen fahrenden Gewändern. Schwebt er da wohl mehr über den Strand. Es knirscht ekelhaft nach rostigem Metall. Und dann möchte er selber mal seine Bolterkanone abschießen nach dem Lockschema. Glück hat einer von uns sich ja als Beute, als Köder positioniert. 53. Dann würde er dich treffen im Einzelschuss und zwar für ein. Mich oder was? Plus 5. Ja, genau, richtig. Okay. Vermutlich dich und die zwei Typen, die zwischen dir und ihm stehen. Dann würde er an dir 13 Schaden machen mit DS4. Okay. Du kannst so ausweichen. Nee, ja, so nicht. Gut. Okay, das war der Magos Heretic. Ihr könnt auch erkennen, wie wohl jemand weiteres aus dem größeren Zelt herausläuft und dann ebenso eine Waffe in seiner Hand hält, die nach einem Gewehr aussieht und zwar nicht nach einem Lasergewehr. Und damit schießt er ebenso auf Octavius. Mein Boy, du möchtest vielleicht mal da weggehen. Im Gegensatz zu den anderen könnt ihr ihn erkennen, dass das wohl so etwas wie ein Anführer sein muss. Denn er trägt kein Armaplast, sondern Xeno-Aramid-Rüstung. Also irgendein Schuppengewand. Und er hält sein meckiges Gewehr, es glüht einmal grünlich auf und du siehst, wie eine Energielanze auf dich zurast. Da möchte ich ausweichen. Ah, okay. Ich sehe gerade, es auch reißen, das heißt, ich würfel 3 W10. Die einstreichen wir. Ganz locker ausgewichen. Okay. Du kannst sehen, wie die Energielanze hinter dir in den Fels einschlägt und der Fels sich komplett auflöst. Dann bin ich fertig und nächste Kampfrunde. Wir fangen an mit Octavius. Brüder, wir werden nicht so schnell hier weg können, ohne diese Kultisten auszuschalten. Ein U-Boot kann man nicht einfach so starten und losfahren. Wir müssen kämpfen. Octavius, deine Handlung. Ja, wo war denn dieser Kerl mit der Lanze, dieser Fenrir, ist das der? Fenrir Cerberite, genau. Du kennst seinen Namen nicht, du hast ihn zwar schon gehört, aber du weißt nicht, dass er das ist, zumindest irgendein Anführer. Und der taucht da hinter einem der Zelte auf, ist wohl aus der Größeren gekommen und hat da jetzt wohl auch direkt zwischen seine Männer geschossen. Also sollte er da einen von den Söhnen Tex treffen, wäre ihm das herzlich egal. Okay, kann ich, wenn ich mich aufrichte, über diese Söhne Tex drüber ballern auf den Kerl, auf diesen Fenrir? Du bist groß, lass ich zu. Okay, dann möchte ich vollautomatisch auf den guten Fenrir ballern. Und zwar mit Vergelter-Muni. Gut, dann schauen wir mal nach. Er kann selbstverständlich auch mit einer Reaktion ausweichen. Aber erstmal musst du treffen. 96, nicht getroffen. Also da würde jetzt die Muni explodieren. Deswegen tue ich mal shippen. Okay, ist deine Waffe nicht zuverlässig? Nee. Oh. Du musst deinen Maschinengas besser behandeln, dann passiert dir sowas auch nicht. 54. Er ist ausgewichen. Er weicht pro Erfolgsgrade einem Treffer aus. Ja, ich muss gerade mal nachschauen, was er für eine Gewandtheit hat. Der kann nur einen Treffer ausweichen wahrscheinlich, ne? Achso, nee. Wenn er viele Erfolgsgrade hat, kann er auch mehr ausweichen. Ja. Er hat eine Gewandtheit von 42 und ausweichen. Dann weicht er 3 aus und wird einen von einem getroffen. Okay. Und Vergelter hat, glaube ich, DS9, wenn ich mich recht entsinne.
Das ist einfach doppelt so viel wie nötig. Schaden hast du schon gemacht, ne? Das wären 22 Schaden und der ist 9. Wenn das mit dem Verkälter stimmt, warte mal. So, also seine Rüstung ist eine 5er Xenoramid, die wird dann negiert. Sein Widerstand. Hat der übernatürlichen Widerstand oder sowas? Nee, hat er nicht. Okay, weil Niederstrecken 1 würde das negieren. Wie viele Menschen kennst du, die übernatürlichen Widerstand haben? Wenn der mit Xeno oder mit Null. Chaos? Die Antwort ist 0. So, dann ziehen wir 4 ab, sind 18. Das Bein von Fainius Surbright detoniert in einer Explosion von Blut. Das eigentliche Ziel wird augenblicklich getötet durch kleine Knochensplitter, Kleidung und Rüstungssplitter, die durch die Gegend pfeifen. Und ja, sein Bein wird komplett abgerissen und er stirbt dann an dem Schock. Haha. Gut, dafür, du bist mit der 14 durch, Arminius. Arminius wedelt mit dem Kontrollstab, den der Magus uns hoffentlich für die Servitoren mitgegeben hat. Und springt dann ins Loch. In die Klappe. Die Luke. In das U-Boot halt. Okay, du springst direkt an dem Steuerpult auf der ersten Ebene vorbei, kannst dich dann reinfallen lassen in die zweite Ebene. Du siehst einige Betten, die links und rechts in Kommoden oder Nischen aufgebaut sind, irgendwelche Runentechnologie vom Magos, vom Adeptus Mechanicum. Und langer Gang nach vorne und langer Gang nach hinten. Du sagst was von Steuerpult? Ja, du weißt nicht genau, wie man das steuert. Du kannst da zumindest irgendwie einen Servitor erkennen. Und in den Schlafbrettchen selber liegen dann Söhne von Tech. Also diese Rebellenkultisten. Und dann kannst du ein lautes Für den Imperator hören. Vor dir. Du siehst, wie ein Bolter auftaucht. Ach, scheiße, ich werfe mich zur Seite. Also es ist kein wirklich zu Boden werfen, sondern halt mehr so ein seitwärts drehen, denn hier ist weder Platz noch bin ich geschmeidig genug dafür. Genau das, hier ist kein wirklicher Platz. Richtig. Darf ich trotzdem noch ausweichen proben oder mache ich den Gang einfach? Ich schaue erstmal, ob ich treffe. 2, ich habe getroffen und er würde ganz gerne mit einer Salve auf dich schießen. Da würden dann auch, ich muss gerade schauen, 4 Stück treffen. Ja, sag mir, ob ich ausweichen kann oder ob es hier zu eng ist. Wenn du nach links und rechts ausweichen willst, dann ausweichen minus 20. Wenn du nach oben ausweichst, ausweichen minus 10. Oh, das kann ich ja mit dem Jumpback. Du hast genau, recht. Du kannst dich direkt wieder nach oben katapultieren. Aber nein, für den Imperator, ich bleibe hier. Minus 30 hast du gesagt. Das ist geschafft. Also, das ist dann ein Erfolgsgrad. Denk dran, weil Salven trifft er nur mit einer Kugel pro 2 Erfolgsgraden. Dann trifft er dich mit einem Schuss. Sind 2W10, kann das sein? 2W10 plus 5, aber es reißend. Ja. Also sind 3W10. Genau. Dann ziehen wir die 5 ab. 16. 16, genau. Da werde ich eine Zone brauchen. Die liest man aus dem Angriffswurf ab, nicht wahr? 0,2 ist 20. Rechter Arm. Ja, Arm. Okay, also gehen da. Er hat eine Pen von 4, wenn das ein normaler Bolter ist. Also gehen da 4 runter auf die 12. Der ist 5, oder? Ist ein Astartes. Der ist 5. Okay. Achso, warte mal. Astartes Bolter, der ist. Ich muss gerade 5, gucken. Ja, korrekt. Ja. Dann gehen da, wie gesagt, 3 runter. Bringt uns also von der 16 auf die 13. Dann gehen da 8 runter für meinen übernatürlichen Widerstand. Das lässt noch 5 Punkte Schaden über. Mhm, zweimal Autsch. Bitte. Zweimal 5. Weil er mit 2 trifft. Ja, genau, ein lautes für den Imperator und dann schlagen die Boltgeschosse von dem Astartes-Bolter krachend auf deinem Keramid ein und dringen schmerzhaft in dein Fleisch. Adrenalin, was ausgeschüttet wird und dein Körper reagiert. Tordal. Ja, ich sehe gerade definitiv, dass unser Bruder Octavius da vorne Hilfe braucht. Ich mache per Schnellziehen den Wechsel auf das zweite Kettenschwert, schmeiß mein Jumppack an und schieß mich mitten in die Menge rein. Okay. Und hau dann da mit meiner Fähigkeit Engelsschwinge einmal auf die gesamte Menge. So, Sturmangriff waren plus 20, wenn ich mich recht entsinne. Yep, plus 20. Mit 63 treffe ich schon.
Ja, das ist eine Horde, beziehungsweise die weichen nicht aus, kannst Schaden machen. Ja, das war der erste Schlag. So. Sie lassen sich schicksalsergeben abschlachten. Sie werden wiedergeboren, ist gar kein Problem. Tu es, Bruder, vernichte unsere Feinde. Das war das erste Kettenschwert, sind 21 Schaden. Und das zweite sind 22 Schaden. Ja, dann säbelst du den ersten zwei den Kopf ab. Und sie gehen. Vier beide. Ja, sind tot bei dem Schaden. Ja, ich kann halt dadurch, dass es eine volle Aktion ist, nicht meinen dritten Schlag machen. Gut, dann ist Tordal fertig. Ich bin dran. Dann schieße ich und zwar mit, das sind 10, 20. Die schießen jetzt auf immer noch Octavius. Das sind die Leute mit den Lasergewehren. Die würden treffen. Dann lass sie treffen. Ja, ich weiß. Sagenhafte 12 Schaden mit DS5 oder so. Ist, glaube ich, egal, ne? Ja, ist egal. Und dann würden die Söhne von Tech tatsächlich in den Nahkampf gehen. Ich ignoriere einfach mal die ganzen Knüppel, sondern würde einfach nur mit einem angreifen. Einer von ihnen hat ein Phantommesser. Schauen wir mal, ob er damit trifft. 94, nicht getroffen. Du siehst Tordal, wie jemand nach dir mit einer merkwürdigen Warp-Waffe stechen möchte und sie flirrt in der Luft, als sie dann alles zerschneidet um dich herum. Kannst dann mit einem zweiten, dritten Schritt nach hinten und zur Seite hinweg tanzen und im Prinzip hättest du Zeit für einen Gegenschlag, oder? Darfst du nicht. Ja, aber ich werde den nicht anwenden, weil ich habe das Gefühl, ich brauche das Ausweichen noch. Okay. Dann kommt der Magus Heretic von Samech auf euch zu und ja, ich gehe mal wieder in den Nahkampf mit Tordal. Und zwar hat er auch eine Bolt-Kanone, das hatte eben aber nicht so viel Schaden an dem Space Marine gemacht, deswegen wird er mit seiner Kettenaxt zuschlagen. Oh, das sieht gut aus. Na gut, dann versuche ich jetzt mal zu parieren. Habe ich geschafft und dann wende ich meinen Gegenschlag an. Die kann ich nicht parieren, oder? Gegenschlag? Doch, einmal. Aber nicht mit dem Kettenschwert. Mit der Kettenachsen kann man nicht parieren. Klar kann man so einen Kettenachsen parieren. Die sind unbalanciert, nicht unwieldy. Du denkst an Ketten, ja. An Kettenfäuste. Ja, das war ich falsch, aber dann gibt es einen Malus auf jeden Fall. Ja, genau, 10 Punkte. Ja, 10 Punkte Malus. Dann war ich jetzt falsch. Okay. Dann versuche ich es zumindest. Hast du getroffen? Ja. Nee, ich mache jetzt gerade einen Angriff. Ja, aber sowas von. Gut, dann versuchst du parieren. 98? Natürlich nicht. Dann kannst du deinen Schaden machen und während du dein Kettenschwert oder deine Kettenaxt in seinen mechanischen Körper haust, kannst du sehen, wie korrumpiert das mechanische Fleisch schreddernd zerspritzt. Okay, er hat eine Rüstung von 7. Was hast du für einen Durchschlag? Ein Durchschlag von 4. Gut, dann hat er noch eine Rüstung von 3. Und sein Widerstand ist 8. Sind 11 Rüstung gegen die, was hast du, 18 gesagt, ne? Sind 7 Schadenspunkte. Während du dein Kettenschwert in sein korrumpiertes Fleisch hackst, kannst du sehen, wie einer seiner grausamen Krallen, sein bewährter Servoarm, nach unten zuckt und ebenso versucht, nach dir zu krallen. 93. Du kannst schicksalsergeben wieder einmal zur Seite springen und siehst jetzt, wie er dich wohl packen wollte und mit seinen widerlichen Mechandriten zugreifen wollte. Okay, dann habe ich 1, 2, 3 und den Dark Angel habe ich auch schon. Dann bin ich fertig. Arminius. Oh, hier bin ich schon dran. Arminius Augen, man kann sie natürlich nicht sehen, des eigentlich relativ abgeklärten Blood Angels glasen bei diesem überraschenden Verletzung vor Schmerz über. Und er verfällt in einen Blutrausch. Ich möchte meine Einzelkämpferfähigkeit auslösen, denn ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass ich hier unten im Einzelkampf, also im Einzelmodus bin. Du bist im Einzelkampf. Was die macht, sage ich dir, wenn ich getroffen werde, denn dann zündet er seinen Jump Pack und stürmt den Tunnel voran auf den Schützen zu. Mit einem Für den Imperator. Ja, während er dich angreift mit einem Für den Imperator, antwortest du ebenso und verbiegst Metall, irgendwelche Betten, die zur Seite brechen, wenn du dann mit deinem Sturmmodul, das riecht nach Physilin und nach Promethium im Inneren, irgendwelche Betten, die dann auch hinter dir in Flammen stehen und du springst auf ihn zu. 10.000 Jahre aus der Zeit gefallen und trotzdem. Das ist ein definitiver Treffer. Mit
6 Erfolgsgraden. Okay, dann hat er zum Glück, er ist ein Dark Angel, ein Astartes Energieschwert. Und er versucht es noch einmal herumzuschwenken, lässt sein Astartes Bolter fallen und ja, versucht muss er tatsächlich gar nicht, er kann ja einhändig parieren. 55. Nie im Leben. Nee. Mit dem Schwert kriegt er sogar noch 10 Bonus, ne, auf Parade. Achso, dann reicht's. Ja, die Energieschwert, also wenn die Schwerter gehen, alle plus 10. Dann reicht's. Der Saftsack. Ja, er hat eine KG von 55 und zusammen mit seinen Spezialausbildungen und dem Energieschwert sollte das gereichen. Kann ich das faten? Du kannst das faten, ja, wenn du meinst, dann dass das sinnvoll ist. Dann darf es nochmal versuchen. Wow. Sein Wurf fake? Ja, ja, meinetwegen. Und dann hat er es nicht geschafft. 94. Du kannst in jedem System die Schicksalspunkte einsetzen, auch die Würfel des ESL neu zu würfeln. Gut. Das Wichtige ist, glaube ich, dass du halt nur Proben faten darfst. So, ja. Also wenn du so Sachen auswürfelst wie Wahnsinnspunkte, das ist keine Probe, deswegen. Und Schadenswürfel, das ist auch keine Probe, deswegen darfst du das nicht neu machen. Ja, ja. Arminius kracht mit der knackenden Energiefaust voran in den vermeintlichen Dark Angel, den er natürlich innerlich schon als Ketzer identifiziert hat, ganz egal, wo er nun wirklich herkommt. Und wir sehen uns das an. Zum einen, dadurch, dass ich im Blutrausch bin, darf ich meinen Schadenswurf neu werfen. Lass mich nur schauen. Ich darf ihn neu werfen, aber ich muss dann auch den endgültigen nehmen. Ich mache erstmal den ersten Wurf. Das sind nur 2d10 plus 17. 24. Nö, die nehme ich. Dann, jetzt sehen wir das Praktische. Das sind dann übrigens 12 plus 17, also 29. Auf einer 9 oder 10 löse ich bereits gerechten Zorn aus, weil es ein sehr brutaler Blutrausch ist. Also wird jetzt die 9 Frage an die Regelkundigen unter uns, würfel ich jetzt den einen Würfel, setze ich jetzt der eine Würfel fort? Die 9, oder? Ja, nur die 9. Nur die 9 explodiert. Aber du musst einen neuen KG-Würf dafür machen, ne? Du hast recht. Der ist gelungen. Dann war ja keine Modifikatoren drauf. Und dann kommt hier noch ein D10. 10 explodiert weiter. Der 10 wieder. Der explodiert weiter, ja. 12 plus 17 sind 29, plus 10 sind 39, plus 5 sind 44. Außerdem kommt dann noch ein D5 obendrauf, weil das Sprungmodul, nicht 15,5, mir natürlich zusätzliche Wucht in diesen Angriff gibt. So, 47. Mit einem Durchschlag von locker flockigen 9. Der wuchtige Angriff spaltet das Ziel von der Kehle bis zum Schritt und legt die Eingeweide frei, die sich kurz darauf vom Boden ergießen. Das Ziel ist innerhalb von wenigen Sekunden tot. Das Gebiet um die Leiche ist blutgetränkt mit Innereien bedeckt. Für den Rest des Kampfes musst du in dem Umkreis von bis zu 4 Metern um die Leiche herum einen anspruchsvollen Geschicklichkeitswurf bestehen, sonst rutschst du aus und bleibst liegen. Ja, ich fehle den mit Absicht. Ich glaube, mit der Wucht taumelt Arminius mitsamt dem jetzt oder bald leblosen Gestell der Servorüstung unseres ehemaligen Besitzers zu Boden und muss sich dann in der nächsten Runde erstmal aufrappeln und schauen, wo er überhaupt ist. Okay. Dann. Ein mächtiger Schlag, Bruder. Gehen wir nach der 14. Arminius, Octavius. Am Strand. Ja, ich möchte in den Nahkampf schießen und zwar auf diesen Magos von Samech. Der Magos-Heretik von Samech, korrekt. Ja, vollautomatisch. In den Nahkampf schießen gibt minus 20, aber der auf kurze Entfernung ist, kriegt wieder plus 10. Dinge, die mit dir im Nahkampf stehen, zählen für dich nicht als kurze Entfernung. Der ist ja nicht mit mir im Nahkampf. Achso, okay, dann ist er ja mit dem Tordal, genau. Ja, das sind alles Treffer. Das sieht sehr getroffen aus. Ja, 4 Stück. Will er irgendwas ausweichen? Nee, der ist mit Tordal im Nahkampf. Der macht lieber den Tordal. Das sind 16. Und wieder Vergeltharmonie. Das heißt, der ist 9. Genau, er hat ein korrumpiertes mechanisches Fleisch. Er ist 7. Sein Widerstand sind 4 oder was ich gesagt hatte, ich muss gerade nochmal nachgucken. 5 sogar. Und er hat einen übernatürlichen Widerstand, sind 10. Ja, das wird negiert durch die Vergeltharmonie. Achso, genau, dann ziehe ich dir den, der Widerstand wird dann nur einfach berechnet, ne? Genau, richtig. Gut, dann hat er doch nur die 5
Und von deinen 16 sind 11 Schaden. Und das viermal. Viermal? Ja, das reicht nicht. Dann ist er auch tot. Ja. Wieder jemand mein Kill geklaut. Schade. Das sind noch genug, die du umbringen kannst, Bruder. Dann. Toral. Ja, ne? Dann. Da stehen noch so eine Haufen um mich herum. Ich bin eh schon ziemlich. Bin gerade in Rausch. Und hau mich dann mal um mich um. In der einen Hand, wie gesagt, mein Kettenschwert. Eine Kettenaxt. Und dann metzle ich mal die Horde um mich herum weiter ab. Jetzt insgesamt mit 3 Angriffen. Machen wir erst zweimal das Kettenschwert und dann einmal die Kettenaxt. Mit 94 treffe ich das erste Mal nicht. Mit der 50 treffe ich. Würden dann 22 Schaden sein. Und dann die Kettenaxt würde auch treffen. Das sind 3 Angriffe, ne? Dann fallen die halt alle um. Ja, der erste hat nicht getroffen, also 2 sind. Ja, ich muss ja immer wieder neu würfeln wegen meinem Reißen. Gut, die anderen stolpern über das blutige Wasser, über den blutigen Strand weiter auf dich zu. Weiteres Laserknacken, was wohl von denen kommt. Also gesagt, insgesamt habe ich einmal 22 Schaden gemacht und einmal 23 Schaden. Okay, ja, ich habe die Angreifer schon abgezogen. Ah, okay, gut. Und dann bin ich dran. Ich habe noch ein paar Söhne von Tech und die haben auch noch ein merkwürdiges Ritualmesser, nachdem sie mit dir stechen. Und dann würfel ich mal auf das Phantommesser. 42. Bringt das irgendwas, dass du groß bist? Nee. Nee, ne? Wegen deiner Rüstung. Genau. Wegen des schwarzen Karatzes, haben wir noch zusammen. Die Rüstung wirkt das runter. Das reicht nicht. Dann kannst du sehen, wie die Phantommesser weiter um dich herumfuchteln. Und der ein oder andere schießt noch einmal mit dem Desintegrator-Gewehr auf Octavius. 75, nicht getroffen. Kannst du wohl sehen, wie einer von den Söhntex getroffen von einer Energielanze grünlich verglüht. Nicht nur sein Armerplast löst sich zu Staub auf, sondern es bleibt nicht mal mehr Blut. Alles löst sich in Staub auf und zerrieselt. Xenoketzerei. Nächste Kampfrunde. Arminius unten im Deck. Wenn du dich umblickst, bist du wohl irgendwie gegen Teil vom Torpedorohr oder sowas gekracht. Kannst du noch froh sein, dass da nicht explodiert ist. Wenn du dann den ganzen Sprengstoff und die Warnruhen darauf erkennen kannst, blickst dich um, siehst den zerschnittenen Leichnam des Chaos Space Marines und vor deinen Augen kannst du wohl erkennen, wie dieses grüne Keramid und auch das Energieschwert so ein bisschen nicht auflöst, aber verändert. Du siehst wohl, dass so ein Flirren wie so ein Tarnfeld durch ihn hindurch geht und die grünliche Rüstung wird bläulich. Du kannst erkennen, wie wohl einige Schlangen an seiner Rüstung auftauchen, einige die Rüstung verändert wohl irgendwie von Mark 7 auf Mark 4, bist du der Meinung? Also ein wesentlich älteres Modell, die Runen blättern ab, die Ordenssigillen und du kannst den Kopf einer Hydra erkennen. Minus richtet sich keuchend auf. Tatsächlich ist mein Blutrausch jetzt diese Runde wieder abgeklungen, denn ich bin hier nur Rang 1. Und orientiert sich erstmal und sagt noch mehr zu sich selbst herunter. Ketzerei bleibt niemals ungestraft. Auch nicht unter uns, Bruder. Ich scheint gar nicht zu bemerken, was genau das für wirde Muster darauf sind. Vielleicht schaut auch mit Absicht nicht hin und stapft langsam über den blutig glatten Boden wieder in Richtung der Kommandokonsole. Ja, wie gesagt, du kannst sehen, wie verborgenes Metall da noch irgendwie im Raum steht. Einige Betten haben durch dein Sprungmodul angefangen, Feuer zu fangen. Stinkt eben, wie gesagt, nach Füsselin und nach Promethium. Und einige der Söhne von Tech, die hier dann verbrannt in ihren Betten liegen, wohl irgendwie mit einer Droge in den Schlaf gebrannt, so dass sie sich nicht bewegen. Es stinkt nach menschlichem Fleisch. Und so kannst du dann wie in Trance durch das U-Boot wandeln, während du im internen Vox deine Brüder hörst, wie sie dort kämpfen.